Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, ich habe rausgeschaut. Das Wetter ist prächtig. Hm? Ich wollte dich schon anrufen. Moment, das Wasser kocht. Ja, ich mache mir gerade Kaffee. Bleib am Apparat. Ich bin wieder da. Bitte? Moment, ich mach die Musik leise. Bleib am Apparat. So, da bin ich wieder. Habe ich dir schon gesagt? Ja, das ist ein irrer Tag. Fahren ein bisschen los? Wann kommst du? Ach, jetzt ist auch noch jemand an der Tür. Nein, leg nicht auf. Mit dir zu sprechen gehört zum Frühstück. Bleib am Apparat. Weißt du, ich erwarte nämlich niemand. Ich bin gleich wieder da. Ja, wer ist denn da? Wer sind Sie? Hallo? 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 Was war denn das? Hörte sich an wie eine Schießerei. Fernsehen? Nein, dazu war es zu laut. Los, komm, schnell, rein. Komm, schnell, komm. Ruf den Hausmeister an. Sag, dass hier etwas passiert ist. Und dass ein Mörder gleich mit dem Fahrstuhl nach unten kommt. Ja, dann ging die Fahrstuhltüre zu und das war alles. Aber gesehen haben Sie die Person nicht mehr. Nein, nein, der Fahrstuhl fuhr nach unten und... Ich krieg sie nicht auf. Der Mann ist tot. Mhm. Ich mache nur noch zur Dokumentation. Ja. Ja. Was ist denn hier passiert? Mord. Hier ist jemand ermordet worden. Drei Schüsse durch die Tür. Ja, heutzutage kann man nicht mehr ohne Angst vor die Tür treten. Also das übliche Routineuntersuchung, ich will wissen, wer der Mann ist. Das ist Arno Beckmann. Er wurde erschossen, als er mit mir telefonierte. Bitte, wie ist Ihr Name? Martha Hauser. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Sie sind eine große Hilfe für uns. Ich rief ihn an. Wir hatten uns verabredet, den Tag gemeinsam zu verbringen. Er machte sich gerade Kaffee. Ich hörte den Wasserkessel. Er sagte, bleib am Apparat. Er kam zurück und ich hörte, dass die Türglocke läutete. Wieder sagte er, leg nicht auf. Das Gespräch mit dir gehört zum Frühstück.
Hat er gesagt, wer an der Tür war? Nein, er wusste es nicht. Er sagte, ich erwarte niemanden. Ich bin gleich wieder da. Und dann hörte ich die Schüsse. Mhm. Entschuldigen Sie, wie ist Ihre Beziehung zu dem Toten? Er ist mein Freund. Ich gebrauche diesen Ausdruck, obwohl er missverständlich ist. Dennoch kann man von einer engen, sehr engen Beziehung sprechen. Missverständlich? Ja, im gebräuchlichen Sinn. Der aber hier nicht gegeben ist. Das meine ich. Wie lange bleibt er da so liegen? Bis er abtransportiert wird ins Institut für Rechtsmedizin. Ich frage das, weil er keine Angehörigen hat. Ich will sagen, weil jemand da ist, der sich um ihn kümmert. Und natürlich auch wissen will, wer ihn umgebracht hat. Erlauben Sie, dass ich etwas trinke? Ich kenne mich hier aus. Das dürfen Sie leider nicht. Darf ich nicht? Diese Wohnung gehört mir. Ja, trotzdem. Mein Kollege hat leider recht. Können wir den Toten jetzt wegbringen? Ja, ja, natürlich, wenn ihr fertig seid. Sagen, woran ich jetzt denke. Jetzt, wo man ihn da hinausträgt. Ich denke daran, wie er hereinkam in diese Wohnung. Und wie ich ihm sagte, diese Wohnung gehört jetzt dir. Er wollte es gar nicht glauben. Nein, nein, das glaube ich nicht. Wieso mir? Oder ist das dein Ernst? Ich sag dir, wie ich drauf komme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit sowas Spaß machst. Also sag jetzt ja oder nein. Ich sagte ihm, ich mache keinen Spaß. Ich sagte ihm, es ist kein Spaß. Ich möchte, dass du dich irgendwo zu Hause fühlst. Und dann ging er herum. Auf seine Weise. Er ging nicht. Er lief. Eine Küche. Alles da. Er sah sich alles an, machte jedes Fach auf. Was mache ich? Martha, du siehst doch, was ich mache. Ich kann das nicht. Ich habe im Leben immer alles kaputt gemacht. Er saß da und lachte. Und lachte. Und lachte. Und dieses Lachen hat man gerade abtransportiert. Ich meine, wir müssen natürlich mehr wissen über den Toten, nicht? Wie lebte er? Was hat er gemacht? Was ist er vom Beruf? Er hatte keinen Beruf, keine Ausbildung, nichts. Vor einem halben Jahr lernte ich ihn kennen. Man hatte ihn gerade aus dem Gefängnis entlassen. Aus dem Gefängnis? Ja, ich nehme an, dass Sie keine Mühe haben werden, herauszufinden, wer er war. Und warum er dort war. Hier, Stefan. Arno Beckmann, sein Sündenregister. Kleine Betrüger, ein paar Diebstähle. Nichts Großes. Aufgewachsen in einem Waisenhaus. Und gelernt hat er so gut wie gar nichts. Und dann begegnet ihm eine gebildete, wohlhabende Frau und sie schenkt ihm ein Apartment. Weil sie einen Geliebten gebraucht hat. Und wie sagte sie? Er war mein Freund. Bitte missverstehen Sie das nicht.
Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Beckmann ist ermordet worden. Ja, aber erstaunt waren Sie ja schon bei meinem Anruf, Doktor. Was Sie gewundert hat. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil es nicht zu ihm passt. Dieses Ende passt nicht zu seinem Leben, nicht zu dem, was war. Und wenn ich Ihnen sagen soll, was Beckmann war, ein Nichts. Was? Wann? Wann ist man ein Nichts? Wenn man kein Selbstwertgefühl hat. Und Beckmann hatte keins, überhaupt keins. Was kein Wunder ist. Keine Eltern, im Waisenhaus groß geworden. Woher sollte er es nehmen, ohne es zu stehlen? Und gestohlen hat er dann. Das, was andere besaßen und er nicht. Doktor, Sie als Psychologe. Ich meine, Sie haben ihn doch betreut, nicht? Aber er war kein interessanter Fall für Sie. Ne? Im Endergebnis nein. Ich erinnere mich an meine letzte Begegnung mit ihm. Man hatte ihn gerade entlassen. Er war hier, weil ich meinen Bericht über ihn zu Ende bringen wollte. Ich sagte, Beckmann, was haben Sie nun vor? Er war umwerfend ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Machen Sie sich denn überhaupt keine Gedanken, Beckmann? Doch, ich mache mir Gedanken. Aber vielleicht stelle ich mir zu viel vor. Und dann geht das alles hier in meinem Kopf durcheinander. Womit er zweifellos recht hatte. In seinem Kopf herrschte in der Tat ein Durcheinander. Er besaß eine Grundintelligenz, die sich, lassen Sie es mich mal auf meine Weise sagen, die sich noch nicht die Schuhe angezogen hat, das Laufen noch nicht gewöhnt war. Ich sagte, Beckmann, Sie haben das Zeug, damit umzugehen. Warum lernen Sie so etwas nicht? Ich fing an, ihm zu erklären. Die Maus? Ich lasse die Maus laufen. Sehen Sie? Sehen Sie? Die Maus. Er spielte. Er war im Spiel wie ein Kind. Saß da und lachte. Und lachte? Ja, er lachte. Das Lachen, das man nun abtransportiert hat. Wie? Was? Nichts. Sie haben Beckmann dann aus den Augen verloren, nicht? Ja, bis heute. Heute höre ich von Ihnen, dass er tot ist. Könnte man sagen, dass das Nichts jetzt endlich da ist, wo es hingehört? Beckmann hatte einen Zellengenossen, der früher als er entlassen wurde und der ihn von der Strafanstalt abholte. Der Mann heißt Leo Körner. Ein Zellengenosse verbüßte eine Strafe als Heiratsschwindler. Na? Wird's jetzt interessanter? Kriminalpolizei? Das muss ein Irrtum sein. Ich bin, wie man so gerne sagt, ein gebesserter Bösewicht. Dem ich eine traurige Nachricht überbringen muss. Die nichts mit mir zu tun haben kann. Arno Beckmann ist tot, ist ermordet worden. Kommen Sie rein. Der Kleine ist tot. Der Kleine? Ja, so habe ich ihn immer genannt, weil es war der Kleine, der Minimale. Der Kleine war als Minimaler ganz unten. Da, wo man gerade anfängt, überhaupt bemerkt zu werden. Aber hier sagen Sie mir doch mal, wer hat ihn umgebracht und wie? Täter ist noch unbekannt. 3 Schüsse durch die Wohnungstür hindurch, hinter der er stand. Wohnungstür? Der Kleine hatte eine Wohnung? Ein Apartment. Frau hat sie ihm geschenkt. Wissen Sie, dass Sie mich ganz fertig machen? Mach ich? Ja, mit so einer Geschichte. Eine Frau hat ihm eine Wohnung geschenkt? Hm? Ja, jetzt erzählen Sie mir doch mal, warum Sie hier sind. Doch nicht nur, um mir zu sagen, dass er tot ist. Ich muss unbedingt muss ich wissen, wer dieser Arno Beckmann wirklich war. Was für Töne höre ich denn da? Ein Polizist will wissen, wer man ist. Hm. Wer der Kleine war, also okay. Ich habe den Kleinen abgeholt. Aus dem Knast.
Ich habe ihm gesagt, so Kleiner, jetzt wird dir das Essen nicht mehr durch die Luke geschoben, sondern das musst du dir jetzt selber auf den Tisch stellen. Irgendwas musst du machen. Ist dir das klar? Ich fand ihn dann in einer Boxschule, in einem Ring, wo er gnadenlos verdroschen wurde. Hallo, Arno. Hallo, Leo. Kannst du mal erklären, was du hier machst? Willst du mit Boxen dein Geld verdienen? Ich weiß doch, dass ich kein Boxer bin. Aber die brauchen doch immer einen, der verliert. Er sagte, die brauchen doch immer einen, der verliert. Und jetzt hat er wohl verloren. Irgendwie reicht dir das wohl nicht, was ich sage. Okay, okay. Obwohl es mir schwerfällt, dir zuzugeben, dass es vielleicht ein Fehler war, den ich gemacht habe. Und der, wenn es denn einer war, mir leid tut. Sie wissen wohl, weswegen ich im Knast war? Ja. Ah, okay, okay. Ich nahm also den kleinen Verprügelten mit nach Hause. Hierher. Arno, du musst etwas loswerden. Du musst loswerden, dass Verlieren dir Spaß macht. Sonst bist du verloren, wenn du dich daran gewöhnst, und das tust du. Du hast ja recht, Leo. Aber ich kann ja nichts. Jetzt kommt doch nicht darauf an, was du kannst, sondern wer du bist. Jetzt verstehst du mich wohl nicht, ja? Naja, du wirst es mir ja erklären. Also gut, ich fange mal an. Ja. Arno, du siehst gut aus. Also, Leo, jetzt halt mal die Klappe. Ich wiederhole, du siehst gut aus. Wenn man mal von dem blauen Auge da absieht, das in deinem Gesicht nichts verloren hat. Ich hatte eine Idee, wissen Sie. War nur noch nicht ganz sicher. Ich habe seine Chancen abgeschätzt, die er haben würde. Chancen in dem Job, den ich aufgegeben habe. Sie haben das richtig verstanden, ja? Ich sagte zu ihm, versuch dich doch mal in meinem Job. Frauen, da musst du nichts können. Du musst doch was sein. Frauen? Irgendwie war er ganz überrascht. Als hätte ich ihm was gesagt, mit dem er nun gar nichts anfangen konnte. Nun guck mich nicht an wie ein Kalb. Frauen. Ist das ein Fremdwort für dich? Nein, nein, entschuldige. Aber was meinst du, was ich da... Also, was will ich da tun? Ich hab dir doch gesagt, ich kann nichts. Bei Frauen musst du nichts können, da musst du was sein. Hast kein Gefühl? Das Gefühl, das musst du ihnen auf den Tisch legen. Oder wohin auch immer. Wenn du da den richtigen Nerv triffst, dann hast du gewonnen. Dann bist du ganz oben auf. Dann wird dir das Essen nicht mehr durch die Luke zugeschoben. Dann heißt es, nehmen Sie doch Platz, Herr Beckmann. Wollen Sie sich nicht setzen, Herr Beckmann? Was darf's denn sein, Herr Beckmann? Sie sprachen also von Ihrem Job. Den ich aufgegeben habe. Ich sagte zu ihm, Arno, Frauen. Frauen sind großzügig, aber auch wahnsinnig leichtsinnig. Aber damit hängt das ja zusammen. Wer großzügig ist, der ist ja auch leichtsinnig. Mann, oh Mann. Wenn du da jemand hast, da sprudelt die Quelle. Aber etwas darf nie über deine Lippen kommen. Das Wort Heirat. Hm. Sie wissen, was ich meine. Ja, natürlich. Ich weiß, keine Anleitung zu einer Straftat. Ja, logisch, dass ich auf diese Feststellung Wert lege. Ja, aber das verstehe ich doch durchaus. Ja, und was war mit Arno Beckmann? Ging er auf Ihr Angebot ein? Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so richtig hat er mich gar nicht verstanden. Ich habe ihm dann ein paar Lehrstunden gegeben. Er war auch ganz anstellig. Ich könnte auch sagen, er war Feuer und Flamme. Ja, ich habe dich völlig verstanden, Leo. Es kommt darauf an, dass man ständig gut gelaunt ist. Die Frauen müssen das Gefühl haben, dass... Was für ein Gefühl müssen sie haben? Ja, dass sie das Größte sind. Und sie müssen das Gefühl haben, dass du einen Kopf hast. Ich sprich von deinem Kopf, Arno. Hast du das mitgekriegt? Ja, Leo. In deinem Kopf, in dem sie den Platz, der da vorhanden ist, völlig ausfüllen. Das ist nämlich das größte Glück der Frauen, dass da jemand ist, der nur sie.
und nur sie im Schädel hat. Im Kopf anderer Leute, Arno, fühlen sich Frauen ungeheuer wohl. Okay, Leo, okay. Na, wenigstens tat er so, als ob er alles verstanden hätte. Er sagte ständig, okay, Leo, okay. Ich hätte ihm einen neuen Anzug gekauft. Der hüpfte damit herum wie ein Hahn. Ich hab's vorm Spiegel geübt. Ich frag dich mal, Leo, kann ich jemanden so gefallen? Du musst es nicht übertreiben. Ein Mann, der einer sein will, der bewegt sich locker. Der hüpft nicht herum. Ich hüpfe herum? Ja. Du hüpfst herum. Ja, und dann? Dann war er wieder ganz bekümmert. Ich habe ihn dann auf die freie Wildbahn geschickt. Ja, wie denn? Mit einer Anzeige in der Zeitung. Aha, der Text? Doch, das Übliche. Nein, so üblich war es eigentlich nicht. Ich suchte für Arno einen besonderen Text. Hinweis für Damen. Fehlt Ihnen ein guter Freund? Ich könnte einer sein. Chiffre und so weiter. Was sagen Sie zu dem Text? Hat sich jemand gemeldet? Ja. Ich war ganz überrascht. Er stand da, hatte die ganze Hand voller Briefe. Ich dachte, was sehe ich denn da? So viele Frauen, die sich für einen guten Freund interessieren? Sind gute Freunde Mangelware geworden? Und der Kleine, der Minimale, stand da, völlig ratlos. Leo, was mache ich jetzt? Du setzt dich hin, liest dir alles durch und dann... Mein Gott, muss ich dir alles erklären? Muss ich dir alles sagen? Money, 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 das riecht man doch, wer es hat und wo es zu kriegen ist, ha? Ich habe ihn dann allein gelassen. Ich habe ihn überhaupt allein gelassen. Ich hatte eine Freundin, eine, die mir verziehen hat, mit der ich dann nach Spanien gefahren bin. Tja, das ist das Ende meiner Geschichte. Mit meinem Zellengenossen Arno Beckmann. Vor dem sie mir jetzt sagen, dass er tot ist. Ein klarer Fall. Arno Beckmann war nichts weiter als ein Heiratsschwindler. Grotesk eigentlich. Als Heiratsschwindler ist er umgebracht worden. Ja, schon, aber da passt Verschiedenes einfach nicht zusammen. Drei Schüsse durch eine geschlossene Tür hindurch, eine Art Hinrichtung. Eines Menschen, der von sich sagt, ich mache alles kaputt, was ich anfasse, und dabei lacht. So herzlich, dass seine Frau einem Sarg nachschaut und sagt, man hat sein Lachen abtransportiert. Eines Menschen, der sagt, sie brauchen doch immer jemanden, der verliert. Na, und dann steht er da mit einer Handvoll Briefe und fragt einen versierten Heiratsschwindler, Leo, was mache ich damit? Text der Anzeige. Fehlt Ihnen ein guter Freund? Ich könnte einer sein. Ich habe Sie schon erwartet. Danke. Haben Sie seinen Mörder ausfindig gemacht? Nein, nein, das noch nicht. Wir recherchieren noch. Die Leiche ist noch nicht freigegeben? Nein, nein. Ich habe eine Grabstätte besorgt. Für den Fall, dass es keinen anderen gibt, der sich dafür zuständig fühlt. Das ist gut. Ich sehe weiterhin breit niemanden, der sich, wie Sie sagen, dafür zuständig fühlt. Wollen wir eine Tasse Tee zusammen trinken? Gerne, ja. Bitte. Zitrone, Milch, nein, Zucker? Danke. Ich nehme ihn so, danke. Ja, ich auch. Danke, Maria. Sie können mir jede Frage stellen. Also haben Sie keine Angst vor Fragen. Haben Sie mal auf eine Anzeige geschrieben, die in der Zeitung stand, unter Bekanntschaften? Fehlt Ihnen ein guter Freund? Ich könnte Ihnen einer sein. Ja, meine Freundin machte mich auf die Anzeige aufmerksam, die sie kurios fand. Ich übrigens auch. Meine Freundin und ich haben uns unterhalten über den Begriff guter Freund. Was ist das eigentlich? Was versteht man darunter?
Unsere Unterhaltung führte schließlich dahin, dass wir uns sagten, offenbar gibt es jemanden, der weiß, was ein guter Freund ist. Fragen wir ihn doch einfach. Da steht er. Der da? Wie er da stand, machte er keinen guten Eindruck. Es war kalt und man sah, dass er fror. Also mich interessiert der nicht sehr. Oder glaubst du, er kann uns sagen, wie er sich einen guten Freund vorstellt? Ehrlich gesagt, ich konnte es auch nicht. Wir lassen ihn einfach da stehen. Aber das wollte ich nicht. Er tat mir leid. Nein, da war noch etwas anderes dabei. Ich glaube, ich muss das erklären, weil es nicht unwichtig ist. Und es kommt mir sehr darauf an, von Ihnen richtig verstanden zu werden. Was war noch dabei? Eine merkwürdige Rührung. Beim Anblick eines zweifellos völlig unbedeutenden Menschen, der da in der Kälte stand. Außerordentlich geduldig, denn er bewegte sich kaum. Ja, ich glaube, ich muss es wohl sagen. Ich spürte... Sagen Sie es. Einsamkeit. Meine Einsamkeit. Ich sah da jemanden stehen, mit dem ich nicht das Geringste verband. Aber es war eine Szene, in der ich genau das erkannte. Meine Einsamkeit. Ich sagte, ich steig aus. Ich sehe ihn mir mal an. Ich sagte, hallo, kann das sein, dass wir beide miteinander verabredet sind? Er war ganz verwirrt. Ja, ich bin hier, weil ich bin hier verabredet mit... Ach, sind Sie das? Es sieht so aus, als ob ich es bin, mit der Sie sich verabredet haben. Ja. Warten Sie schon lange hier? Nein. Das heißt, ich bin etwas früher gekommen, weil ich wollte keinen Fehler machen. Und dann hörte er auf zu reden, sah mich nur an. Wissen Sie, er bot mir was an. Sein Lächeln. Er bot mir sein Lächeln an. Ich sagte, was machen wir denn jetzt? Er wusste es nicht, er hatte keine Idee. Du liebe Zeit, dachte ich, worauf hast du dich da eingelassen? Ich wollte ihn stehen lassen, aber ich konnte es nicht, weil da noch etwas war. Es war seine... Ich verwende jetzt ein Wort, das Sie verwundern wird. Seine Ehrerbietung. Da ergriff ich die Initiative. Ich nahm ihn mit in ein Café. Im Handumdrehen erzählte er mir alles. Das war eigentlich so, dass... Sagen wir so, bekam ich es heraus. Waisenhaus, Diebstähle, Gefängnis. Sein Freund, ein Heiratsschwindler, hatte ihn auf die Idee gebracht, eine Anzeige aufzugeben. Er erzählte das, ohne damit eine Absicht zu verbinden. Es war reine Ehrlichkeit. Und mit dieser Ehrlichkeit, die übrigens ständig sichtbar und spürbar war, stellte sich wie von selbst etwas ein. Nähe. Nähe zu einem anderen Menschen, die mir gut tat, weil mir das Erlebnis, einem anderen Menschen nahe zu sein, verloren gegangen war. Guten Tag, Herr Hauser. Wir haben Besuch. Ja. Aha. So. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich bekannt machen, mein Mann, Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Von der Mordkommission? Mhm. Ah ja. Ach, das handelt sich da wohl um... Arno, ja. Um Arno. Ja, der arme Kerl wurde durch eine Tür hindurch erschossen. Aber bitte behalten Sie doch Platz. Danke. Mhm. Ich
Nun, gibt es etwas Neues? Der Täter? Den haben wir noch nicht. Der Grund Ihres Hierseins? Nun, es interessiert uns natürlich, wer dieser Arno Beckmann eigentlich war. Und da habe ich halt Ihre Frau gefragt, weil... Weil sie ihn gut kennt, gekannt hat. Verstehe. Ja, naja, ich erfuhr, dass Ihre Frau ihm eine Wohnung geschenkt hat. Na, geschenkt nun wohl gerade nicht. Sie hat ihn kostenlos wohnen lassen, was ihm sicher gut gefallen hat nach seinen Jahren in der Gefängniszelle. Nicht? Sie wundern sich darüber, ja, genauso wie ich mich gewundert habe. Aber ich habe es schließlich angenommen. Es war für mich so eine Art von Gefängnisfürsorge. Oder wie haben wir das noch genannt? Du hast es so genannt. Ein karitativer Zeitvertreib. Konntest du zur Aufklärung des Falles etwas beitragen? Nein. Sind Sie mit dem Fall in Schwierigkeiten? Sind Sie in Schwierigkeiten? Ja. Ja, ja, natürlich, der Fall ist schwieriger, als ich dachte. Aber er ist doch ganz interessant. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, ein kleiner Ganove, der aus seiner Ganovenwelt trotz aller Anstrengungen nicht herausgekommen ist. Ich wüsste nicht, was an diesem Fall interessant sein soll. Störe ich? Nein, du störst nicht. Das ist meine Tochter. Guten Tag. Wieso stört sie nicht? Natürlich stört sie. So wie ich auch. Komm, mein Kind. Ich habe Ihnen da ein Stichwort gegeben, Ganovenwelt. Denken Sie drüber nach. Komm. Worum geht es denn? Es geht um eine Angelegenheit deiner Mutter. Also, komm. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Nein, nicht. Ich danke Ihnen. Ach, warten Sie mal, ich hätte gern den Namen Ihrer Freundin, mit der zusammen Sie die erste Begegnung mit Arno Beckmann hatten. Sie heißt Ilse Stein. Sagen Sie bitte, was ich noch gerne wissen möchte. Was für einen Eindruck haben Sie von Arno, nach dem, was Sie so über ihn hören? Tja, das werden Sie mir nicht glauben. Es ist tatsächlich ein Freund. Ja, ich habe ihn kennengelernt. Ich war ganz einfach neugierig. Martha sagte, er hätte etwas, was sonst keiner hat. Was Besonderes. War er denn was Besonderes? Das Erste, was er sagte, ob ich Geld hätte. Und ich dachte, so läuft das. Aber er war im Jogginganzug und fragte, ob ich mir nicht auch einen kaufen könnte. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe ihm einen Jogginganzug gekauft und bin mit ihm losgerannt. War das das Besondere? Nein. Eigentlich war es nur komisch. Ich im Jogginganzug. Wir saßen nur da und das war irrsinnig schön. Und ich dachte mir, das ist wirklich ein netter Kerl. Es war so, als hätte er gehört, was ich nur gedacht habe. Er berührte meine Hand und irgendwie hatte ich ein Gefühl, das mir gefiel. Er berührte meine Hand. Und ich dachte, es könnte ruhig mehr sein. Nicht, dass Sie denken, dass ich darauf aus wäre, aber da war was Besonderes. Da ist jemand neben einem und man braucht nur die Hand auszustrecken. Und da ist jemand. Können Sie sich vorstellen, wer ihn getötet hat? Das weiß ich doch nicht. Das kann doch keiner sagen. Ich weiß nur, dass das Ganze sehr traurig ist.
In der Anzeige hieß es, fehlt Ihnen ein guter Freund. Das weiß ich ja. Ich habe die Anzeige entdeckt. Haben Sie einen guten Freund verloren? Ja. Sie sind verheiratet, verstanden? Ja. War Ihr Mann damit einverstanden, dass Sie einen guten Freund hatten? Das ging ihn doch nichts an. Ach so. Wollen Sie sagen, er hat sich gar nicht dafür interessiert? Er fand es nur komisch. Er hat nur darüber gedacht. Sagen Sie Ihrem Mann, sagen Sie ihm, dass ich ihn aufsuchen werde. Sie wollen ihn aufsuchen? Wozu? Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haben wir jetzt was Wichtiges erfahren? Ja, da war ein Satz, der sehr wichtig ist. Sie sagte, da war was Besonderes. Man braucht nur die Hand auszustrecken. Und da ist jemand. Vielleicht ein wichtiger Satz. Ich denke, ein Schlüsselsatz. Herr Oberinspektor, Sie machen sich die Mühe, mich zu besuchen. Naja, Sie werden wissen, warum. Gut, ich werde mir die Mühe machen, Ihnen zuzuhören. Wobei ich leider sagen muss, dass meine Zeit begrenzt ist. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Ich werde Rücksicht darauf nehmen, so gut es geht. Danke. Sie kommen in der Sache Beckmann? Ja, ich komme in der Sache Beckmann, ja. Sie ist also noch nicht abgeschlossen? Nein, noch nicht. Für mich ja. Die Tür ist erneuert worden. Die hässlichen Löcher sind nicht mehr zu sehen. Wir werden die Wohnung verkaufen an jemanden, der dann ohne Bedenken die Tür auf und zu machen kann. Also, schießen Sie los. Haben Sie Beckmann mal kennengelernt? Ich? Ist das interessant für Sie? Na ja, ist nicht uninteressant. Okay. Also, ich habe mir diesen seltsamen Vogel mal angesehen. Nicht? Meine Frau hatte da mit einmal ein Faible. Ich weiß gar nicht, wie man das anders nennt. Ich habe es bis heute nicht herausbekommen. Stattet einen Menschen aus mit Wohnung, Kleidung, Essen. Ich habe gelernt, mit Geld umzugehen. Geld ist mein Geschäft. Um es auf einen populären Nenner zu bringen, man muss sorgen, dass es kommt und verhindern, dass es geht. Also habe ich mir mal angesehen, wohin es geht. Ich kam unangemeldet, sah mir den Mann an und dachte, der, was ist denn das für einer? Mein erster Eindruck war, ach was, ich hatte überhaupt keinen Eindruck. Mein Eindruck war, dass er gar keinen Eindruck verdient. Er war nichts. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich? Was tun Sie? Was haben Sie gelernt? Haben Sie überhaupt etwas gelernt? Er stotterte nur. Ich habe... Wenn ich es bedenke, hat er während der ganzen Zeit keinen einzigen vernünftigen Satz herausgebracht. Sind Sie Alkoholiker? Ich kannte die Flaschen. Den Geschmack meiner Frau. Die Marken, die sie bevorzugt. Okay. Okay. Ui. Ich habe mir den Kleiderschrank angesehen. Mit der Garderobe kann sie sich sehen lassen. Nichts dagegen. Naja, wenn meine Frau schon mal mit Ihnen ausgeht, dann sollen die Leute ja nicht sagen können, was ist denn das für ein Strolch? Obwohl Sie natürlich einer sind.
Darf ich Sie mal fragen, wie Sie hier schlafen? Das war eigentlich alles. Haben Sie mit Ihrer Frau darüber gesprochen? Ja, natürlich. Ich sagte ihr, ich habe mir diesen Mann angesehen. Und ich kann nur fragen, was zum Teufel ist los mit dir? Du hältst dir da so etwas wie einen Kanarienvogel in einem ziemlich teuren Vogelbauer. Und worauf sie sagte, ist es das, was dich stört? Und sie sagte, den Vogelbauer, den bezahle ich mit meinem Geld. Womit sie recht hat. Denn sie hat genug eigenes Geld. Okay, sagte ich. Das ist deine Sache. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht mehr daran interessiert, länger daran interessiert, über diesen Mann weiter nachzudenken. Reiner Zeitverlust. Haben wir es jetzt? Was? Oh ja, wir haben es jetzt. Ja. Stören wir? Nein, nein, bleibt nur hier. Es wird euch interessieren, wer gerade bei mir ist. Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Es geht da um den Tod dieses kleinen Ganoven. Bitte, Sie werden mir diese Bezeichnung nicht verübeln. Für mich ist er es. Für Sie doch wohl auch. Ihr wisst doch, der da erschossen worden ist. Und zwar durch eine Tür hindurch von jemandem, der nicht einmal die Zeit hatte, abzuwarten, bis die Tür aufgemacht wurde. Das ist mein Partner, Herr Stein, mein Schwiegersohn, Herr Trenk, Abteilungsleiter in meiner Firma. Herr Derrick wollte gerade gehen. Oh ja, ja. Herr Stein, Ihre Frau hat ja auch diesen kleinen Ganoven gekannt. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. Was leider nicht geht. Nicht jetzt und nicht hier. Wir haben eine Besprechung, die wichtig ist und nicht aufgeschoben werden kann. Darf ich dann mal bei Gelegenheit nachfragen, wann es Ihnen recht ist? Und Ihnen? Bei Gelegenheit mal, ja? Wir werden nichts dagegen haben. Wir werden nichts dagegen haben. Wir werden nichts dagegen haben. Ziemlich kluger Mann. Aber da hat er einen Fehler gemacht. Hat er? Ja. Er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, das ist nicht die Sache eines Einzelnen. Das ist eine Wir-Angelegenheit. Guten Tag, wir haben uns schon kennengelernt. Im Hause Ihrer Mutter, vielleicht erinnern Sie sich. Darf ich reinkommen? Ach so, ja, natürlich. Danke sehr. Vielen Dank. Ich werde Sie gar nicht lange aufhalten, ich habe eigentlich nur eine Frage. Kannten Sie Arno Beckmann auch? Ah, ich nehme an, dass Sie ihn gekannt haben. Er war ein guter Freund Ihrer Mutter. Sie hat mir sehr viel von ihm erzählt. Eigentlich so viel, dass ich einen ganz guten Eindruck habe. Sie brauchte da eine Formulierung, die ich nicht vergessen habe. Sie sagte, er bot mir sein Lächeln an. Das hat mir gefallen. Also ich wiederhole meine Frage. Kannten Sie Arno Beckmann? Ja, ich kannte ihn. Gut, dann sage ich Ihnen mal den Eindruck, den ich von ihm habe, ohne dass ich ihn gekannt habe. Sehen Sie, als ich ihn zum ersten Mal sah, da war er ja schon tot. Und, naja, es ist ein ungewöhnlicher Mann gewesen. Sein Lebensweg war ungewöhnlich, aufgewachsen in einem Waisenhaus, keine Liebe, die gerade in seinem Alter sehr wichtig für ihn gewesen wäre. Und seine Liebe, die ihn... Naja, die wurde ja auch nicht verlangt, nicht wahr? So sehe ich ihn, ohne dass ich ihn je gekannt habe. Sie haben ihn gekannt. Habe ich da ein bisschen recht? Er war sehr komisch. Versuchen Sie auch. Ich? Dann habe ich es versucht.
Ich sagte ihm, ich war noch nie auf dem Eis. Ich versuchte es trotzdem. Was nicht gut ging. Ich sagte ihm, das wird schon wieder. Er wollte ununterbrochen den Arzt holen. Er war ganz außer sich. Kommen Sie doch rein. Intimes Verhältnis? Waren Sie seine Geliebte? Ja, kommt es denn darauf an? Wenn er es gewollt hätte, hätte er es haben können. Aber warum begreift das denn keiner? Es war nicht so wichtig. Hat Ihr Mann von dieser Szene erfahren? Ich habe es ihm gesagt. Er hat es nicht verstanden, was? Nein, er sagte keinen Kontakt mehr zu diesem Mann. Du gehst da nicht mehr hin und du triffst ihn nicht mehr. Sie haben ihn nicht mehr getroffen? Ich habe mit Arno darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, mein Mann möchte nicht mehr, dass wir uns sehen. Er war ganz erschrocken. Er verlor fast seine Fassung. Ihr Mann hat sicher recht. Und wir sollten tun, was er sagt. Ja, was tun wir denn? Wir verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Und ich frage mich, warum ich das aufgeben soll. Ja, weil Ihr Mann... Ja, muss ich tun, was er sagt? Er machte mir einen Vorschlag. Er sagte, ich weiß, wie wir uns sehen können, ohne dass es Ihrem Mann missfällt. Er nannte mir einen Platz. Wir haben uns dort öfter getroffen. Ich kannte also den Platz. Und er sagte, ich werde dort stehen. Und wenn Sie mit dem Wagen vorbeifahren, dann winken Sie. Und ich winke zurück. Was sagen Sie dazu? Ja, ich... Haben Sie getan, was er Ihnen vorgeschlagen hat? Ja. Ich habe den Wagen angehalten und bin hingegangen. Ich habe ihn gefragt, wie lange stehen Sie schon da? Ach, schon eine ganze Weile. Vielleicht schon den ganzen Morgen? Das spielt doch keine Rolle. Ich habe doch Zeit. Ich wollte da sein, wenn Sie vorbeifahren. Wissen Sie, dass das ein großes Erlebnis für mich war? Eins der schönsten, das ich je hatte. Können Sie das verstehen? Ja, ich glaube, ich verstehe es. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Herr Derrick von der Mordkommission. Wir kennen uns schon. Ja, ja. Warum sind Sie hier? Sagen Sie es ihm. Er hat mich nach Arno Beckmann gefragt. Was kannst du dazu sagen? Du hast den Mann noch kaum gekannt. Wollen zu mir? Ja, zu Ihnen. Sie haben sich nicht angemeldet? Ja, es ist wahr. Es war so ein spontaner Entschluss. Danke. Sie sagten, ein spontaner Entschluss? Ja, ja, ja. Ja, was ist mein Beruf? Aufklärung von Morden. Was natürlich bedeutet, dass ich im Verlauf der Ermittlungen durch das Leben mir völlig fremder Menschen wandle. Sie wandern auch durch meines? Auch durch das Ihre. Ich habe mit Ihrer Tochter gesprochen. Sie hat es mir erzählt. Ja, wie hat sie eigentlich Arno Beckmann kennengelernt? Durch mich. Ich sagte ihr, du würdest jemanden kennenlernen, der dir gut tut. So lernte sie ihn kennen. Und er tat ihr gut. Aber ihr Schwiegersohn, der hat diese Ansicht nicht geteilt. Nein, das hat er nicht. Er kam zu mir
Allein? Nein. Nein, er kam nicht allein. Sie kamen zu dritt. Mein Mann, sein Partner Herr Stein und eben mein Schwiegersohn. Sie stellten Forderungen. Sie forderten, wirf diesen Kerl hinaus. Schick ihn dorthin, wo er hergekommen ist. Oder? Ich habe den dreien gesagt, ihr habt das Wesentliche überhaupt nicht begriffen. Aber ich konnte es ihnen nicht erklären. Es ging über ihre Vorstellungskraft. Haben Sie Arno gesagt, dass er seinen Koffer packen muss? Ich habe damit gewartet. Tagelang. Ich wollte es ihm am Telefon sagen. Und dann hörte ich, dass er erschossen wurde. Sie sind da. Sie sehen es. Wir sind hier. Aufgrund einer Vorladung. Wieso eigentlich Vorladung? Worum geht es hier? Das werden Sie schon noch erfahren. Ich muss Sie bitten, hier zu warten, bis Sie aufgerufen werden. Warten? Setzen Sie sich. Wissen Sie, was wir am wenigsten haben? Zeit! Du lässt sie warten? Ja, ich lasse sie warten. Was haben wir eigentlich in der Hand gegen Sie? Nichts. Aber du weißt, was du tust. Ja. Wissen Sie, wie lange wir schon da draußen warten? Eine geschlagene Stunde. Was fällt Ihnen ein, mich bei meiner Arbeit hier zu stören? Gehen Sie raus. Ich werde Sie rufen, wenn ich Sie brauche. Also tun Sie, was ich Ihnen sage. Ich werde mich über Sie beschweren. Machen Sie nur, aber jetzt gehen Sie raus und warten Sie gefälligst. Das ist unglaublich. Absolut unglaublich! Sag mal, willst du, dass er seine Fassung verliert? Ja, genau das will ich. Kommen Sie bitte. Ich sage Ihnen, das wird ein Nachspiel für Sie haben. Was ist denn das eigentlich hier? Ein Verhör? Eine Unterhaltung. Eine Unterhaltung? Und über was wollen Sie sich mit uns unterhalten? Arno Beckmann. Über diesen Mann unterhalte ich mich nicht mit Ihnen. Dieser Mann ist für mich kein Thema. Für niemanden von uns. Aber für mich? Für mich ist der Mann sehr interessant. Aber für mich nicht. Und ich wiederhole es, für niemanden von uns. Aber er war es für Ihre Frau, nicht? Och, was Sie überschätzen. Absolut. Aha, aber doch, Ihre Frau fand diesen Mann, den Sie so uninteressant finden. Sie fand ihn großartig. Ach, ist doch Blödsinn. Was denn? Sie hat es mir doch gesagt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass dieser Mann ein Erlebnis sei. Ach, ein Erlebnis? Ja, und er habe ihr etwas geschenkt. Die Nähe. Die Nähe? Ja. Darunter können Sie sich nicht mal was vorstellen. Nein, absolut nichts. Na, sie meinte wohl die Nähe, die grundsätzliche Nähe, die sich dann einstellt, wenn man zu einem anderen Menschen eine Beziehung hat, klar? Und Sie verlangen, dass das ein normaler Mensch versteht? Ja, wieso denn nicht? Ich verstehe es doch. Ja, dann machen Sie sich mal die Mühe und erklären Sie mir das. Ja, gerne. Es geht ja wohl um die langsame Zunahme der Vereinsamung in der Welt, nicht wahr? Das wird so eine Art Krankheit, wissen Sie? Wollen Sie mal meine Meinung dazu wissen? Eine Krankheit, die Ihre Frau befallen. Das ist Schwachsinn! Nein, das ist kein Schwachsinn. Ihre Frau ist befallen, Ihre Frau ist befallen und Ihre Frau ist befallen. Seine Frau ist Ihre Tochter. Erinnern Sie sich vielleicht noch daran? Lieben Sie Ihre Tochter? Ja, natürlich liebe ich meine Tochter. Und? Aber Ihren seelischen Zustand, den haben Sie nicht erkannt. Und Sie auch nicht. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe bis jetzt kein Wort davon verstanden. Ich spreche davon, was sich einstellt, wenn man die Hand ausstreckt. Und da ist keiner. Arno Beckmann, den Sie einen kleinen Ganoven nennen, der brachte Ihrer Frau das Gefühl für die Nähe anderer Menschen zurück. Und Ihrer Frau, aber vor allem Ihrer Tochter. Weil nämlich dieser kleine Ganove sich das Gefühl für die Nähe der anderen Menschen bewahrt hatte. Und wahrscheinlich auch, weil er selber darauf angewiesen war, natürlich. Ihre Frau sagte, Arno Beckmann bot mir sein Lächeln an und von da an
war ich nicht mehr allein. Hören Sie mal. Sie singen mir hier das hohe Lied eines kleinen Gauners. Ich werde Ihnen sagen, was er für mich ist. Für mich ist er eine Ratte. Eine Ratte? Ja! Und so viel wert wie eine Ratte. Eine Ratte, die man umbringt und die man umgebracht hat. Herr Tränk, ich nehme Sie fest, weil Sie Arno Beckmann durch eine geschlossene Tür hindurch mit 3 Schüssen getötet haben. Sind Sie verrückt geworden? Ja, glauben Sie denn, der hat das gemacht? Der doch nicht! Und der auch nicht! Ich war das! Ich habe diese Arbeit gemacht! Herr Staatsanwalt, jetzt beginnt Ihre Arbeit.